Hallo meine Schnuckis und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Karte und zwar so eine Karte. Die ist bunt, ein bisschen kitschig, herzig, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, weil das so ineinander verschachtelte Herzen sind. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für diese Karte habe ich mir schon einiges zurechtgelegt und auch schon ausgestanzt. Und zwar einmal hier einen ganz einfachen Kartenrohling, dann einmal einen Spruch, du bist schön, ja genau dich meine ich. Und den habe ich schon ein bisschen geinkt, damit er sich vom Hintergrund abhebt. Dann einmal einen Kartenaufleger, den habe ich geprägt mit ein paar Wolken, das fand ich ein bisschen hübscher als irgendwie was anderes. Und dann habe ich mir Herzen ausgestanzt. Ich habe mir dazu meine Rahmen genommen, komplett auf ein weißes Stück Cardstock aufgesetzt, durchgestanzt. Man sieht es hier, das ist halt der komplette Rahmen, der ineinander geht. Irgendwo ist auch noch das kleine Herz. Genau, also einmal die hier und einmal, also nochmal diese beiden gemacht. Danach habe ich die alle noch mit Distressoxiden einmal eingefärbt. Man kann auch Designpapier nehmen, wenn man das hat. Oder einzeln die Rahmen stanzen mit verschiedenen Papieren. Geht genauso gut. Ich habe es mir so ein bisschen einfacher gemacht. Und im Prinzip ist ja der ganze Aufwand, die Karte zusammenzusetzen. Und zwar kann man sich dann auch schon mal ein bisschen hinlegen, wie man das gerne hätte. Also das große Herz hier unten für mich. Dann das Gelbe, das Blaue, das Pinke. Ja, doch hier das Pinke, hier unten noch das Rote. Hier kann ich mir noch das Orangene reinkleben. Und das war eine pinke Herz, kann ich mir noch hinsetzen, wo ich will. Und das habe ich mir eingefärbt, das wollte ich innen in die Karte kleben, damit das auch etwas hübscher ist innen. Und hier kommt dann einfach nur noch der Spruch hin. So ist der grobe Plan. Und dann ziehe ich mir jetzt erstmal meine Herzen wieder runter und klebe das hier auf, aber nur hier unten an der Spitze, damit ich die anderen Herzen noch einfädeln kann. Einmal die Spitze geklebt und dann muss ich gucken, kommst du her, wie ich das hier einkleben möchte. Ja, doch so, und dann mache ich mir hier einen Cut rein, damit ich das dann hier unter dem Herz verstecken kann. Deswegen mache ich jetzt auch einmal nur hier an meinem Cut Kleber und setze mir das hier rein. Erst ein bisschen anheben, positionieren und dann runterdrücken. Und danach klebe ich die ganzen anderen Herzen auch noch fest. Das hier kommt hier hin. Dann mache ich hier einen Cut rein. Kleber drauf. Reinfädeln. Dran kleben. So, und das ganze Spiel mache ich jetzt bis nach oben. So, und dann sind die Klebekanten auch alle versteckt. Man kann das jetzt auch so lassen, dass das hier so ein bisschen luftig ist, aber ein bisschen befestigen wollte ich das schon noch. Nicht viel, nur so an ein paar Stellen. So, und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich das hier noch irgendwo hinsetze oder ob ich das so lasse. Ich glaube, ich setze das hier oben noch mit rein. Immer noch das schöne Herz hier. Das mache ich nachher in die Karte rein. Und der Rest passiert einfach mit 3D-Pads etwas aufgeklebt. Die Karte habe ich mir schon gefalzt, also es ist eine halbe DIN A4 Seite und in der Mitte einmal gefalzt bei
14,8. Da setze ich mir das einfach nur drauf und dann einmal umknicken, einmal noch ein bisschen nachfalzen. Dann ist die Karte quasi schon fertig. Ich mache jetzt noch ein bisschen Inlay, da setze ich mir einfach hier mein Herz einmal rein. Solche Ausstanzungen kann man natürlich auch aufheben. Ich verarbeite die aber gerne direkt, damit sie nicht rumfliegen. Einmal hier unten ein Herzchen. Und dann nehme ich mir einfach nur einen Feinliner und ja, ziehe mir hier einmal noch einen Rahmen und gucke, was ich da male. Noch einfach nur mal so ein bisschen Doodling. Und fertig. Das sieht jetzt von innen so aus. Ganz einfach Text reinschreiben. Und von außen eine ganze Salve von Herzen. In Regenbogenfarben. Man kann das Ganze natürlich für Weihnachten auch gut mit Sternen machen. Oder mit Vierecken, mit Dreiecken, mit Quadraten. Man ist da komplett frei in der Form, was man machen kann. Ich fand Herzen mal ganz hübsch. Und ja, man kann den Hintergrund auch nicht prägen. Man kann da auch mit einer Schablone arbeiten. Also tobt euch da aus. Es ist im Prinzip dieses Verschachtelte, was als Inspiration dienen soll. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Idee und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.